Hallo und herzlich willkommen zu Bibel TV, das Gespräch. Er ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Erzbischof von Freiburg. In dieser Funktion kennen ihn viele. Doch über den Weg hin zum Vorsitzenden zu 25 Millionen Katholiken und über den Menschen hinter dem Amt wissen nicht viele so etwas. Und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist, Herr Erzbischof Zollitsch. Herr Erzbischof, in Ihrem Leben gab es ja nicht nur einfache Zeiten und deswegen möchte ich anfangen, ganz früh in Ihrer Kindheit. Sie haben Krieg erlebt, Sie haben viel Leid erlebt, Flucht und Vertreibung, worauf wir gleich noch genauer kommen. Aber vielleicht zum Eingang die Frage, gab es da auch Zeiten, wo Sie an Gott gezweifelt haben? Es gab schwierige Zeiten, Sie können sich vorstellen, als mein 16-jähriger Bruder erschossen, brutal umgebracht wurde. Da habe ich gefragt, auch mit damals mit 6 Jahren schon, was kann das bedeuten, was soll das sein? Und als ich in manchen Nächten auch im Vernichtungslager auf dem Stroh lag und einen Rosenkranz nach dem anderen gebetet haben, haben wir uns oft gefragt, wo bist du Gott? Das war die schwierige Frage. Aber das Große war für mich, ich habe auch dann immer wieder erfahren dürfen, Gott ist da, er geht den Weg mit mir. Und im Nachhinein habe ich auch gespürt, es gibt dann auch in allem Leid, in aller Schwierigkeit auch ein Stück Führung, die dann auch nach vorne führt. Darf ich da gerade noch mal nachfragen? Wie haben Sie Gott in diesen schweren Zeiten erlebt? Ich bin als Kind ganz natürlich hineingewachsen in unseren katholischen Glauben. Für unsere Familie war das selbstverständlich, dass wir am Sonntag zum Gottesdienst gingen, dass wir vor dem Essen gebetet haben. Das Morgen- und Abendgebet gehörte dazu. Und dann kam eben diese schwierige Zeit, wo ich mich dann fragte, schon als Kind, der Bruder ist weg, der ältere Bruder war als Soldat im Krieg, der Vater 44 auch noch eingezogen worden. Meine Mutter kam in Zwangsarbeit und dann war ich allein bei meiner Großmutter mit meinen 3 Cousinen. Und das waren harte Zeiten. Und dann zu fragen, Gott, wo bist du? Wie kannst du so etwas zulassen? Wie kannst du in solch eine Situation springen, wo wir nicht mehr ein noch ausrüsten? Aber es war dann das andere. Wir konnten in dem Dorf, das zum Vernichtungslager geworden war, konnte man tagsüber durchaus auch auf den Häusern ein bisschen raus. Und da ging meine Großmutter mit uns von der einen Kapelle zur anderen, zur Kirche, und hat jedes Mal dort uns geholfen, uns dort Kraft zu holen. Und mich hat gerade die Glaubensstärke meiner Großmutter, die über 60 Jahre alt war, die hat mir immer wieder Kraft gegeben und war für mich ein Beispiel. Sie haben ja gerade schon einige Eindrücke gegeben, wie das damals war. Heute leben Sie in Freiburg. Sie kamen aus Jugoslawien, dem heutigen Jugoslawien. Wie war das damals und wie haben Sie den Krieg damals erlebt? Es war genauer gesagt das ehemalige Jugoslawien, ja, im heutigen Serbien. Oh, man sagen Sie, ja. Ja, wir waren als jugoslawischer Staatsbürger geboren. Dann kam die Besetzung durch die deutschen Truppen und nachher die Ungarn. Ich habe allerdings bis 1944 eine frohe Kindheit erlebt, weil der Krieg trotz allem doch weit weg war. Erst als dann, ich erinnere mich noch gut, ich war in der 1. Klasse, ab September, eines Tages erzählte, die Lehrerin draußen sitzen, die Schwalben auf den Telefon treten, die sammeln sich jetzt im September, im Herbst, um in den Süden zu ziehen. Ich erinnere mich noch gut, sagt sie, und jetzt stehen wir vor der Frage, ob wir vor den russischen Truppen fliehen. Und da begann tatsächlich die Flucht ganzer Familien mit Pferdewagen. Gut, mein Vater, der bevor noch eingezogen war, sagte, bleib doch hier, wo wollt ihr denn hin? Aber da habe ich gespürt, jetzt kommt natürlich der Krieg uns näher, wenn etwa die Schwester meiner Mutter mit der ganzen Familie abgewandert ist und wir da geblieben sind. Und als dann die Russen kamen, haben wir gespürt, jetzt wird's ernst. Wobei ich auch sagen muss, die Russen habe ich eigentlich einigermaßen menschlich erlebt. Gut, die suchten die Häuser durch nach Uhr und all diesen Dingen. Erst als dann Titos Partisanen die Russen ablösten, dann kam wirklich die schwierige Zeit, weil die gleich am Anfang eine Frau öffentlich erschossen haben, um uns zu zeigen, wir zählt nichts mehr. Und dann begann eben auch, dass meine Mutter zur Zwangsarbeit geholt wurde oder meine Tante die 3 Kinder zurückließ, dann vor Weihnachten 1944 dann nach Russland deportiert wurde, die Arbeit in Kohlengruben, dann haben wir gespürt, die Situation ist tatsächlich so, dass wir menschlich gesehen gar nicht wissen, wie das Ganze weitergeht und gar nicht, fast keine Hoffnung haben. Und dann kam eben, ich erinnere mich noch sehr gut, am Karsamstag 1945,
Dann kam tatsächlich der Partisan ins Haus mit dem Gewehr drauf. Innerhalb von 5 Minuten mussten wir das Haus verlassen. Ich war bei meiner Großmutter. Wir wurden dann ans Ortsende getrieben, am nächsten Tag nochmal gefilzt. Dann am nächsten Tag, am 1. April, das war der Ostersonntag, kamen wir dann in ein Dorf, das zum Vernichtungslager erklärt worden war, wo dann unter das ungefähr 2.500 Einwohner hatten, wo dann zwischen 20 und 22.000 Menschen zusammengetrieben werden, um eigentlich dort zu verhungern. Sie haben vorher erwähnt, Sie mussten auch als 6-Jährige den Tod Ihres Bruders erleben. Darf ich fragen, wie das war? Es war so, am 25. November 1944, wo kam morgen, wurde getrommelt, alle Männer zwischen 16 und 60 müssen sich nun einfinden in der Kirche. Ich weiß noch gut, wie meine Mutter, meine Bruder so die besten Schuhe, Stiefel gab und sagen, sie nahmen an, die wurden und werden wieder zur Zwangsarbeit eingesetzt. Und dann wurden die sortiert und 212 von denen wurden ausgesucht, dann durch das Dorf hinausgetrieben, der Nachbarort, ich höre heute noch die Schüsse, wie sie ausgetrieben wurden, und wurden dann brutal hingemetzelt. 212 zwischen 16 und 60. Schauen Sie, was konnte mein Bruder mit 16 Jahren eigentlich schon verbrochen haben. Und das war natürlich dann wirklich der Beginn einer durchaus depressiven Phase, weil wir wussten nicht, was alles, was da geschah, und haben erleben müssen, wie Menschen brutal niedergemetzelt wurden, obwohl niemand sagen konnte, was der Einzelne angestellt hatte. Aber es war ein Teil der Vernichtungsstrategie. Die Deutschen sollten ausgerottet werden, weil weder in Jalta noch in Potsdam später vorgesehen war, dass die Deutschen aus Jugoslawien ausgewiesen werden sollten. Also hat Tito beschlossen, sie zu vernichten. Wie überlebt man so etwas als Kind, ohne innerlich zu zerbrechen? Es war natürlich eine harte Zeit, als wir ins Lager kamen mit meiner Großmutter. Ich wusste nicht, wo die Mutter war. Die war in Zwangsarbeit. Und dann war tatsächlich die Frage, beschlossen zusammen. Wir haben, und das war für mich das große Geschenk, wie ich schon sagte, die Glaubensstärke meiner Großmutter. Wir haben viel gebetet, immer wieder versucht zu schauen, wie haben wir eine Perspektive. Wir haben sie nicht ganz verloren. Ich erinnere mich heute noch an den 8. Mai 1945. Es war ein sonniger Nachmittag. Die Kirche am Ort, die war geblieben. Plötzlich läuteten alle Glocken. Ich fragte als Kind, was ist das? Sagte meine Großmutter, ja, jetzt ist Friede, der Krieg ist zu Ende. Wir schöpfen nochmal Hoffnung, um dann feststellen zu müssen, wir haben keine Hoffnung. Denn wir haben nicht erlebt, wie wir terrorisiert wurden, etwa wenn wir morgens um 3:30 wieder rausgetrieben wurden von Strohlager und sammeln mussten in der Straße, Kirchengasse, dann zunächst mal eine Frau erschossen wurde, um uns zu demonstrieren, wie ernsthaft das ist, um immer wieder gefilzt zu werden. Dann war klar, hier gibt es keine Perspektive mehr und hier gibt es nur noch eines eigentlich. Hier warten alle darauf, dass wir verhungern. Und wie sind Sie dann aus diesem Lager rausgekommen? Es war dann meiner Mutter geglückt, von der Zwangsarbeit auch ins Lager zu kommen, weil die es doch nicht so dicht geschlossen waren wie etwa die Konzentrationslager in Deutschland. Und dann war es wiederum meine Großmutter eines Tages. Ich weiß noch gut, wie sie sagte, wenn wir hier bleiben, werden wir verhungern. Wenn wir fliehen, können wir erwischt werden und erschossen werden, dann sind wir auch nur tot. Aber wir können Glück haben. Und da das Lager in der Nähe der ungarischen Grenze war, war es uns dann geglückt, in einer kleinen Gruppe von 12 Personen tatsächlich durch die hohen Maisfelder halt bis zur ungarischen Grenze zu kommen. Und haben Glück gehabt, kamen dort auch in den Nachbarort. Und so waren wir dann wenigstens von dort her befreit. Und ich war dann den Winter über in Ungarn. Ich bin viele Strecken zu Fuß, ich weiß selbst nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Bis dann wieder, da waren wir in einem Ort, der hieß Csáboly, da hatten wir einige Bekannte von meinem Vater her. Aber in der Nacht kamen die Gendarmen und sagten, hört mal, wir haben den Ausweisungsbefehl, wir müssen euch zurückdeportieren nach Jugoslawien. Wir lassen euch Zeit, schaut, ob euch helfen könnt. Und dann war es uns geglückt, uns im ersten Transport, als sie nach Deutschland deportiert wurden, uns dem anzuschließen, weil wir dann eine ganze Reihe bekannter Leute haben, die uns geholfen haben, dazu zu kommen. Und das war dann eigentlich die Rettung. Sie kamen dann nach Nordbaden. Wie wurde Ihre Familie dann in Deutschland aufgenommen?
Wir kamen dann, mit dem Transport bis nach ein Lager von Gerlachsheim, Nordbaden, und wurden dann in das kleine Dorf Oberschiff geführt. Zunächst war es hart, weil natürlich auch die Leute überrascht waren, jetzt kommen nun Vertriebene, die sie aufnehmen mussten. Aber es war dann das Schöne, wir haben uns sehr bald gut verstanden. Und eines Tages, ich weiß noch gut, war im Sommer 1946, plötzlich stand mein Vater vor der Tür. Er war in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen, war dann 1946 entlassen worden, weil er krank gewesen war und Wasser in den Beinen hatte. Und hatte dann in Berlin, als der russische Soldat sie rausführte, sagte so, helft euch selbst, dann hilft euch Gott. Und dann hat er erfahren, dass seine Schwester in Bayern war, die war auch geflüchtet. Und dann fuhr er zu der und die Schwester hat ihn gesund gepflegt. Und dort hat er dann erfahren, wo wir sind, hat sich auf den Weg gemacht und uns angefunden. Nach der Schule haben Sie sich dann entschlossen, Philosophie und katholische Theologie in Freiburg und München zu studieren. Haben diese Erfahrungen und diese Geborgenheit in Gott dazu beigetragen? Oder wie kam es zu diesem Studium? Ich weiß noch gut, wie die eine Frau, bei der wir wohnten, damals sagt, ach, der Robert ist immer so still. Weil diese Dinge dadurch nachwirken. Aber ich habe dann einfach erfahren dürfen, dass ich jetzt wieder für einen Ortspfarrer, der mich sehr geschätzt hat und der auch die Initiative ergriff, sagte, du musst aufs Gymnasium, auf die Schule gehen. Und ich bin dann diesen Weg gegangen und habe dann gerade in der Oberstufe Gymnasium überlegt, was ist es, wofür ich mich einsetzen wollte. Ich weiß noch gut, wie eine Mitschülerin, dann Klassenkameradin, sagte am Abitur, ich habe immer gedacht, du studierst Jura, gehst in die Politik. Als ich hörte, dass ich Theologie studierte, nein, ich wollte das, was mir immer wieder Kraft gegeben hatte, was ich in der schweren Zeit erfahren hatte, auch das, was ich jetzt als Jugendlicher mich aufgenommen hatte, nämlich was Gott mir bedeutet und auch in mir mehr Freude bekommen an dem, was Religion ist, was der Glaube ist, der Gottesdienst, und das wollte ich einfach den Menschen weitergeben und darum habe ich entschlossen, Theologie zu studieren und Priester zu werden. Wie ging es Ihnen dabei im Theologiestudium? Da gibt es ja, wenn ich von Freunden höre, die das auch gemacht haben, immer wieder Dinge, mit denen man auch Schwierigkeiten hat, am Ringen ist. Darf ich fragen, mit was für Themen Sie da auch dann persönlich in Ihrem Glauben am Ringen waren während des Theologiestudiums? Ich habe einerseits gespürt, wie viel Freude auch das Theologiestudium macht. Wir hatten auch tüchtige Professoren, die uns das Alte Testament, das Neue Testament aufgeschlossen haben, auch die Systematik. Aber wir haben dich auch immer die Frage nach der Theodizee gestellt, die Frage nach Gott. Wie ist das Wirken Gottes in dieser Welt? Wie kann Gott so und so vieles zulassen, um dann auch neu zu überlegen, aha, Gott hat die Menschen die Freiheit gesetzt und sie Freiheit gegeben, auch die Freiheit als Herausforderung. Und ich habe in der Möglichkeit, indem ich mich für etwas entscheide, für etwas einsetze, auch die Chance, meine Zukunft und die der anderen mitzugestalten. Und das war für mich ein innerer Weg. Ja, ich will Zukunft mitgestalten und will helfen, dass diese Welt, in der es so viel Böses gibt, so viel Hunger, der es Leid gibt und Kriege, dass möglichst diese Kriege nicht mehr stattfinden, dass ich beitrage zur Versöhnung zwischen den Menschen, auch zur Versöhnung zwischen den Völkern. Und das habe ich als große Herausforderung erlebt, weil ich auch spürte. Und das hat mir im Glauben ihm wieder geholfen, dass die Solidarität Jesu Christi mit mir so groß ist, dass er meinetwegen in den Tod ging und dass er es ist, der auch mein Leid und all das mit mir trägt. Und gerade dieses Wissen um das Mitleiden Gottes in meiner Situation, das hat mir Kraft gegeben, auch diese schwere Situation mit aufzuarbeiten und auch zu sagen, ja, wenn Gott diese in Jesus Christus, diese gewaltige Solidarität mit mir lebt, dann ist das für mich eine Kraftquelle. Auf diesen Gott kann ich mich verlassen, ihm vertraue ich, ihm schließe mich an, ihm will ich nachfolgen. Sie sprachen gerade davon, dass Sie diesen Weg auch gewählt haben, um Versöhner zu sein, Frieden zu bringen. Darf ich kurz im Vorsprung fragen, wo Ihnen das geglückt ist oder wo Sie Beispiele haben, wo Sie sagen, okay, da habe ich genau gemerkt, da konnte ich Versöhner sein? Ich habe einerseits mich sehr eingesetzt für ein vereintes Europa. Weil ich spürte, die Zukunft liegt nicht im Nationalstaat, die Zukunft liegt nicht in der Trennung, sondern im Gemeinsamen, dass wir das, was wir gemeinsam tun, auch füreinander tun. Und ich habe, als ich 60 Jahre nach meiner Vertreibung zum ersten Mal wieder in meiner Heimat war, im Lager, auch in meinem Geburtshaus, das steht noch mein Elternhaus,
Und dann wurde ich natürlich, ich war dann nur Erzbischof und wurde dann auch empfangen. Und da habe ich jedes Mal vom Brückenbau gesprochen. Nicht von Hass und Rache, sondern um zu zeigen, wo die Perspektiven sind. Und es war für mich interessant, als ich zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz gewählt wurde, erinnerte sich der Patriarch in Belgrad noch daran, dass ich damals schon gesagt hatte, bei meinem ersten Besuch 2005, dass die Zukunft Serbiens liegt in der Europäischen Union. Weil ich sagen musste, nicht das Hängenbleiben am Alten, sondern der Blick in die Zukunft ist wichtig. Und wir wollen nicht einfach nur das Alte immer wieder betonen, auch die Schmerzen. Wir wollen es aufarbeiten, um daraus zu lernen und dann miteinander zu helfen, nach vorne zu schauen. Und es war für mich auch ein schönes Zeichen, dass das auch von vielen Serben verstanden wurde, dass sie spürten, auch als wir dann vor 2 Jahren eine Gedenkstätte errichtete über den Massengräber unserer Toten, da ging es auch nicht um Rache und Anklage, sondern ging es darum zu schauen, dass aus diesem furchtbaren Leid lernen, dass wir Brücken bauen für die Verständigung, dass wir die Perspektive nach vorne tun. Denn Versöhnungsarbeit ist eine wichtige Arbeit in dieser Welt. Denn nur so können auch Verletzungen aufgearbeitet werden. Wir müssen die Wunden sehen, auch anerkennen, aber dann schauen, wie wir nicht vergessen, aber wir verzeihen und versöhnen können. Und ich habe es erlebt, als wir das Gedenkkreuz errichtet über den Massengräbern, dass eine Frau, die weit über 80 war, deren Mann darin lag, dann sagte sie, jetzt kann ich Abschied nehmen, jetzt kann ich beten, jetzt weiß ich auch, dass es nicht vergessen. Und es hat unter dem Kreuz Jesu Christi auch eine Antwort gefunden. Zurück zu Ihrem Weg. 1965 empfingen Sie die Priesterweihe. Nun vielleicht auch für Zuschauer, die sich überlegen, in den vollzeitlichen geistlichen Dienst zu gehen. Wie haben Sie Ihr Priesteramt erlebt oder wie erleben Sie das Priestersein? Ich habe damals mit Freude diesen Dienst übernommen, weil ich davon überzeugt war, den Menschen etwas zu geben, ihr etwas geben zu können, für das zu leben sich lohnt und das ihnen Hilfe gibt und sie auch trägt. Ich war dann mit Engagement, Kaplan in Mannheim und auch in Nordbad in Buchen und habe bis heute noch sehr viele Kontakte zu dieser ersten Kaplanstelle, weil die Leute spürten, da ist jemand, der bei ihnen sein wollte, der mit in den Weg ging und der für sie da war. Dann hat mich sehr früh, nach 2 Jahren schon, der Ruf nach Freiburg erreicht. Ich wurde dann vom Erzbischof berufen, im Priesterseminar im Kollegium Paumeum als Vorsteher mitzuarbeiten. Und das wurde dann natürlich eine meiner wichtigen Aufgaben, denn ich habe dann 16 Jahre hindurch junge Menschen auf dem Weg in den Priesterberuf begleiten dürfen. Und wenn ich heute zurückschaue, darf ich sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens. Mit jungen Menschen den Weg zu gehen, jungen Menschen zu helfen, ihre Berufung zu erkennen, zu vertiefen, jungen Menschen auch in der Begleitung der Theologie helfen zu dürfen und geistig-spirituell einen Weg mit ihnen zu gehen. Und auch diejenigen, die nicht Priester geworden sind, und denen sind noch sehr viele, wenn ich ihnen begegne, die immer wieder mich daraufhin ansprechen. Denn das ist es, helfen zu können, eine Perspektive für das Leben zu finden, eine Perspektive, die jetzt nicht nur an sich selber denkt, sondern an den Dienst für die anderen und Menschen dafür aufzuschließen. Das ist für mich eine wichtige und kostbare Sache. Und dann kam es, dass ich 20 Jahre hindurch dann auch verantwortlich war in der Erzdiözese für den Einsatz dieser Priester, auch für den Einsatz der Pastoralreferenten, der Gemeindereferenten, der Diakone. Und damit waren das für mich wichtige Dinge, mit den Menschen im Gespräch zu sein. Es wollen manche gar nicht glauben, aber ich habe im persönlichen Gespräch die Schwerpunkte gesetzt und im Schnitt etwa pro Woche durchaus so 20 Einzelgespräche von je einer Stunde mit den Leuten geführt, um einfach zu schauen, wie kann der gemeinsame Weg aussehen, wie kann die richtige Stelle gefunden werden, wie kann auch jemand geholfen werden an seiner Stelle. Und das war eine Herausforderung, aber zugleich ein Wissen, ja, ich gehe mit so und so vielen einfach gemeinsam einen Pilgerweg des Glaubens im Wissen. Wir haben Fragen, es können Krisen kommen, können Schwierigkeiten kommen, aber wir können einander helfen. Und Sie haben dabei so viele Priester begleitet und diese und auch Sie selbst haben ja mit der Entscheidung für das Priestertum auch eine bestimmte Lebensform dann quasi gewählt. Nun sagten Sie 2008, das fand ich ganz interessant in einem Interview, dass es beim Zölibat keine Denkverbote gäbe und die Verbindung zwischen Priestertum und Ehelosigkeit als sei nicht theologisch notwendig.
Kann es sein, dass wir da weitere Entwicklungen erleben, gerade wo auch immer mehr Priester gesucht sind? Ich habe selbst mich ganz klar für die ehelose Lebensform entschieden, weil ich ganz für meinen Dienst, ganz für Jesus Christus und für die Menschen da sein will. Und weil ich durch meine Lebensform zum Ausdruck bringe, Gott ist eine derartige Realität, dass so zu leben sich lohnt. Ich setze alles auf diese eine Karte, Gott. Ich habe auch gesagt, dass es theologisch nicht zwingend notwendig ist, die Verbindung zwischen Priesteramt und der Ehelosigkeit. Wir haben das etwa in den orthodoxen Kirchen, die ein Priesteramt kennen, haben wir dieses Verbot nicht. Und auch in den unierten Kirchen, orthodoxen Kirchen, gibt es verheiratete Priester. Also ist das theologisch durchaus möglich. Andererseits ist das ein derart kostbares Gut und eine derart Herausforderung. Und ich habe gespürt, dass für viele gerade in Begleitung zum Theologiestudium die Frage nach der Lebensweise zur Kernfrage wurde, was bedeutet mir Gott? Da diese Frage muss ich entsprechend beantworten. Und es heißt zugleich, Gott ist eine derartige Realität für mich, dass ich so lebe. Und ich habe die Chance, weil ich gar keine Alternative habe, in schwierigen Situationen mich an die Brust Jesu Christi zu werfen. Und das ist für mich immer die große Stütze gewesen. Drum setze ich mich nach wie vor ein für die ehelose Lebensweise des Priesters, auch wenn ich das andere theologisch für möglich halte. Darf ich fragen, ob es manchmal Momente gibt, wo Sie daran denken, wie es gewesen wäre, Familie gehabt zu haben? Ich hätte mir als junger Mensch sehr gut vorstellen können, tatsächlich eine Familie zu gründen, weil ich den Wert dessen zu schätzen weiß, einen Partner für das Leben zu haben, Kinder zu haben, weil ich das auch bei meinen Nichten und Neffen spüre, wie groß welches das ist. Aber manchmal spüre ich auch das Gut. Ja, ich habe im Leben manchmal auch Einsamkeit, die wohl so nicht da wäre, wenn ich eine Familie, eine Partnerin hätte. Aber ich habe dann zugleich gespürt, dass natürlich meine Lebensform mich auch frei macht für meinen Dienst und jedes Mal mich herausfordert, unmittelbar mich in die Hände Gottes zu geben. Und das ist zugleich eben auch etwas, was mir viel Kraft gibt für meinen Dienst und mich dann auch ganz für Jesus Christus leben lässt. Sie haben eine große Verantwortung und stehen an der Spitze einer großen Organisation. Darf ich fragen, wo Sie vielleicht Menschen haben, wo Sie sich Rat holen können oder wo Sie sich austauschen können, weil Sie dann manche schwere Entscheidungen mit sich selbst dann sicher auszumachen haben? Es war für mich schön, dass ich auf meinem Weg zum Priesterberuf nicht allein war. Wir wohnten damals in einem kleinen Dorf, in dem es keine Eisenbahn und keine Busverbindung gab. So kam ich in das Studienheim, ein kirchliches, und habe in diesem Studienheim St. Michael dann auch meine Klassenkameraden erlebt. Und es ist das Schöne, wir gingen von meinem Abitursjahrgang, gingen wir zu sechst ins Seminar, und alle sechs sind Priester geworden. Und ich lebe heute mit Priestern der Priestergemeinschaft zusammen, weil ich dann auch den ganz persönlichen Austausch suche und damit auch die Verbindung weiß, wenn es nicht nur um das Amtliche, um das Dienstliche geht. Freilich gibt es viele Entscheidungen, die ich allein durchtragen muss. Aber ich setze auch zugleich bei all denen, die Entscheidungen, die ich als Erzbischof zu treffen habe, auf die gemeinsame Beratung etwa bei uns mit dem geistlichen Rat, mit dem Domkapitel, weil ich weiß, wir tragen die Verantwortung gemeinsam. Wir beraten alles gemeinsam und dann, freilich, ist es die Verantwortung des Bischofs, die Entscheidungen zu treffen, das auch durchzutragen. Aber zu wissen, ich bin in der Gemeinschaft der Priester, wie wir sagen, Presbyterium, bin ich mit eingebunden und ich fühle mich jetzt eigentlich nicht nur vorne am Presbyterium, sondern auch gleichsam in der Mitte eines Presbyteriums, einer Gemeinschaft, die diesen Pilgerweg des Glaubens geht. Deswegen habe ich auch, als ich zum Erzbischof gewählt wurde, da musste ich hin, habe ich in der Nacht überlegt, jetzt brauche ich einen Wahlspruch. Und da kam mir spontan der Wahlspruch in der Gemeinschaft des Glaubens. Für mich ist die Gemeinschaft etwas sehr Wertvolles und ich empfange auch viel von den begegnenden Menschen, von den begegnenden Priestern und spüre dann, wie viele Menschen für mich beten, meinen Dienst mittragen und wie viele in der Solidarität mit mir gehen. Das ist eine ungeheure Kraftquelle, die ich Tag für Tag erleben darf. Darf ich noch fragen? Sie haben sehr viel zu tun in Ihrem Amt, aber gibt es Momente, wo Sie ganz privat einem Hobby nachgehen? Und was ist das dann? Ich hatte früher einige Hobbys, die ich leider nicht mehr ausüben kann. Als Schüler hatten wir begonnen, Schmetterlinge, Käfer und Pflanzen zu sammeln. Und heute noch, wenn ich im Urlaub bin,
dann entdecke ich die Pflanzen, entdecke ich die Schmetterlinge und wenn die, die mit mir gehen, die wissen dann schon durchaus, wo wir dann hingehen, weil das für mich eine schöne Sache ist. Und ich hatte auch später dann mal, weil als ein Kurs, der im Priesterseminar sich verabschiedete, das externe Jahr, jeder mit einem Kaktus kam, hatte ich eine ganze Zeit in der früheren Wohnung dann auch Kakteen gepflegt und gezüchtet und mich gefreut, wenn die dann zur Blüte kamen oder wenn die Königin der Nacht dann plötzlich blühte am frühen Morgen. Das waren für mich schöne Phasen. Seit ich nun Erzbischof bin, habe ich diese Dinge leider zurückstellen müssen. Es ist schade, wo ich mich am meisten jetzt in Spontanzen erhole, ist, wenn ich tatsächlich spazieren gehen kann, in Freiburg und Schlossberg gehen kann, um ein bisschen da die frische Luft zu genießen. Im Gehen, im Wandern, da mache ich auch, habe ich jetzt immer Urlaub in den Bergen gemacht, in den Alpen, da erhole ich mich am schnellsten. Herr Erzbischof, darf ich Sie zum Schluss um Ihren Lieblingsbibelvers bitten, den wir vielleicht auch den Zuschauern als Ermutigung mitgeben können. Ich hatte vor meiner Priesterweihe auch mir einen Vers für die Primitzanzeige gewählt. Und der Vers aus dem Johannesevangelium, der mich gesandt hat, ist bei mir, er lässt mich nicht allein. Sie spüren meine Lebenserfahrung in der Kindheit, im Vernichtungslager und das ist die Lebenserfahrung, die ich habe. Gott geht den Weg mit mir und ich darf immer wieder spüren, dass er da ist. Und ich versuche immer wieder abends zurückzuschauen, wo bin ich heute Gott begegnet? Vielleicht so, dass ich es noch gar nicht gespürt habe und darf es jetzt entdecken. Und ich darf dann am Abend immer wieder großartige Entdeckungen machen. Ja, Gott geht den Weg mit mir, er trägt mich, er ist bei mir. Und das ist meine Lebenserfahrung, auch in schweren Zeiten. Und das ist es, was ich gerne als Priester und Erzbischof auch anderen Menschen weitergeben möchte. Herr Erzbischof Zollitsch, ganz herzlichen Dank für Ihre Lebenserfahrung, wie Sie das Getragensein in Gott erlebt haben. Und liebe Zuschauer, das wünsche ich Ihnen auch, dass wir alle dieses Getragensein in Gott erleben. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss.